herzlich willkommen zum heutigen Abend, zur Diskussionsrunde auf dieser wunderbaren Couch über das Thema organisierter Rechtsextremismus in Berlin. Wo geht es hin? Und zu mir gesellt haben sich heute Sebastian Werhahn, ist Mitarbeiter der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin. Ihr seid seit 2001 in Berlin tätig, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du ganz kurz erzählen, was ihr so macht? Ja, natürlich. Vielen Dank zunächst für die Einladung. Wir sind eine Beratungseinrichtung, an die sich alle wenden können, die sich gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus engagieren wollen. Und so unbestimmt und breit, wie diese Beschreibung ist, so unbestimmt und breit ist auch unser Tätigkeitsfeld. Das heißt, wir werden überall dort tätig, wo wir gebraucht werden und wo Leute damit konfrontiert sind. Und das ist überall dort, wo Menschen auch zusammenkommen. Das heißt, im Sportverein, in meinem Apartment, auf meiner Arbeitsstelle, aber auch wenn Leute sich zusammenschließen wollen, um gegen Neonazi-Kneipen oder gegen Aufmärsche tätig werden zu wollen. Gleichzeitig bilden wir natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer fort und sind ansprechbar, wenn PolitikerInnen Unterstützung und Rat bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus brauchen. Okay. Und neben mir sitzt Oliver Höfinghoff. Er ist Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin, organisiert in der Piratenfraktion und dort Sprecher für antifaschistische Aktionen. Kannst du kurz was darüber erzählen? Was machst du im Abgeordnetenhaus? Was macht deine Fraktion im Abgeordnetenhaus? Naja, meine Fraktion macht im Abgeordnetenhaus parlamentarische Dinge, was Fraktionen so machen. Was das Tätigkeitsfeld als Sprecher für antifaschistische Aktionen angeht, ist es halt so eine Zweischienensache. Auf der einen Seite nehme ich halt selbst oft genug an Aktionen teil, Nazi-Blockaden beziehungsweise eben auch Schutz von Flüchtlingsunterkünften, da kommen wir dann wahrscheinlich später noch zu, was das Aktionsfeld der extremen Rechten in Berlin angeht gerade. Macht dann im Grunde eine parlamentarische Aufarbeitung dessen, was vor Ort stattfindet. Wo dürfen die Nazis demonstrieren, und versucht dann teilweise rauszufinden, wir hatten das jetzt in Hellersdorf auch öfter, dass Nazis direkt neben Unterkünften demonstrieren dürfen. Nur so als Beispiel, wo man dann halt auch mal den Innensenator oder den Polizeipräsidenten direkt fragen kann, so, das habt ihr früher nicht gemacht, wie kommt es dazu, dass ihr plötzlich die Nazis so dicht ranlasst? Und auf der anderen Seite eben auch Input aus antifaschistischen Initiativen zu nehmen, um sie in Besprechungspunkte im Innenausschuss oder schriftliche Anfragen an den Senat oder sogar parlamentarische Anträge umzusetzen, da dann halt so als zusätzliche Fraktion im Abgeordnetenhaus eben antifaschistisches Engagement mit umzusetzen. Ja, dann herzlichen Dank, dass ihr heute den Weg hierher gefunden habt, beziehungsweise Olli, es ist ja dein Wahlkreisbüro sozusagen. Noch kurz zu mir, ich mache die Moderation. Mein Name ist Hannes Kling, ich bin in antifaschistischen Initiativen in Berlin unterwegs und tätig und ja, würde ganz gerne euch einige Fragen stellen zum Themenbereich und durch die Diskussion führen. Ja, schön, dass auch einige Leute den Weg hierher gefunden haben, und natürlich auch herzlich willkommen an alle Leute, die über das große, weite Internet Interesse an der Thematik gefunden haben und jetzt zuschauen. Ich würde ganz gerne mit Folgendem einsteigen. So eine ganz kurze Sache, so aus dem, das kennen wir noch aus dem Schulgebrauch, eine kleine Blitzlichtrunde. Und zwar möchte ich euch jeweils unterschiedliche Fragen, weil ihr auch unterschiedliche Bereiche repräsentiert, im Bereich Engagement gegen Rechts, jeweils zwei Fragen stellen und ihr antwortet darauf mit drei Schlagwörtern. Und erklärt die danach kurz für uns. Sebastian, an dich hätte ich ganz gerne die Frage gestellt, beschreibe den Zustand der extremen Rechten in Berlin in drei Wörtern. Desolat, effektheischend, gefährlich. Okay. Gerade gefährlich hört sich ja da sehr
besorgniserregend an. Vielleicht magst du das als erstes ausführen. Ja, gerne, obwohl natürlich der Verlaufsbogen besser von einer anderen Richtung gewesen wäre. Dann aber ich meine, ganz fangen wir mit dem an, was auf der Hand liegt. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Serien von Angriffen, und das geht von Angriffen gegen Einrichtungen, das heißt also Sachbeschädigungen oder Sprühereien, über Brandstiftung, und das geht dann bis hin zu Angriffen gegen Personen, auch Angriffe gegen Einrichtungen, wo Personen drin sein könnten, Personen, Menschenleben teilweise dabei in Gefahr geraten. Das heißt, auf so einer Ebene von Straftaten, von Handlungen, die die rechtsextreme Szene in Berlin ausübt, kann man schon sagen, dass da Menschen gefährdet sind, unabhängig davon, was die sonst so auf die Reihe kriegen. Okay. Aber du hast auch gesagt, desolat. Was hat es damit auf sich? Naja, nun gibt es ja zum einen nicht besonders viele Strukturen, Organisationen, Vereine, die da auf dem Feld unterwegs sind, und die es gibt, bestechen nicht gerade durch ein, also bestechen weder durch besonders gutes Personal, noch durch eine besonders solide finanzielle Ausstattung, noch durch besonders originelle Kampagnen. Also wenn wir uns zum Beispiel die NPD angucken, dann ist die finanziell immer ganz knapp am Ruin, mit nicht besonders vielen Menschen ausgestattet, die strategisches Vermögen besitzen, was wichtig ist, wenn man Politik machen will. Und auch wenn wir uns zum Beispiel angucken, in welchen Politikformen die extreme Rechte in den letzten Jahren aktiv war, dann sehen wir, und da komme ich zu dem dritten Begriff, nämlich der Effekt Heischerei, dann sehen wir, dass sich das kaum in Formen abspielt, wie das andere Organisationen, andere Parteien machen. Das heißt, ich will eine Demonstration machen, dann sage ich ein paar Wochen vorher Bescheid und sage dann und dann und dort mache ich eine Demonstration, da könnt ihr hinkommen. Das wissen die Leute von der NPD, das wissen die Neonazis in Berlin, das klappt nicht, weil die antifaschistische Szene so stark ist, dass es dort einfach zu Blockaden kommen würde, so geht das nicht. Was, also davon ausgehen haben sie sich, und nur eine Sache möchte ich noch dazu einfügen, das ist natürlich auch nicht besonders attraktiv für Leute, da hinzukommen. Also wenn ich Leute für meine Politik werben möchte und dann kann ich denen anbieten, kommt doch zu meinem Aufmarsch, kann übrigens sein, dass ihr gar nicht erst hinkommt, kann übrigens sein, dass ihr gar nicht erst loslauft, weil der Aufmarsch verhindert wird, und selbst wenn ihr loslauft, heißt es wahrscheinlich verkürzte Strecke mit total viel Polizeischutz und überall Leute, die einen scheiße finden. Das ist nicht das, was Leute dazu antreibt, weiter mitzumachen. Und ich würde sagen, ausgehend davon hat sich die rechtsextreme Szene, die NPD, darauf verlegt, Aktionen zu machen, die provozieren sollen über den Ort, der ausgewählt ist, über das Datum, das ausgewählt wurde. Beispielsweise, wenn die NPD zum Jahrestag des Mauerbaus demonstriert, wenn die NPD am 17. Juni beispielsweise vor der Jungen Welt demonstrieren möchte. Mhm. Und dann reicht es auch, wenn man mit 7 Leuten da aufschlägt, weil man kommt auf jeden Fall in die Presse. Eine andere Variante war die, dass man die 5 Leute in ein Auto packt und dann 5 Kundgebungen am Tag macht. Vielleicht auch sogar eine, wo man in Kreuzberg reingucken kann, dann kann man danach irgendwie auf die Homepage auch schreiben. Wir haben übrigens heute eine Kundgebung in Kreuzberg gemacht, und dass die nur 5 Minuten lang war und nicht mal wirklich in Kreuzberg war. Und nicht in Kreuzberg war, das interessiert danach halt auch keinen mehr. Das heißt, dann kann man Sachen aufblasen, die real auch überhaupt nicht so groß waren. Ja, Olli, an dich, auch damit wir so einen kleinen Input finden, weil du ja schon eine andere Perspektive beleuchtest. Beschreibe doch mal bitte den parlamentarischen Umgang mit der extremen Rechten in Berlin in 3 Wörtern. Ja, verharmlost, schwach kontrolliert und im Konsens dann aber doch abgelehnt. Also, Du willst ja sicherlich jetzt noch eine Folgefrage stellen, entschuldige. Nö, also meine Folgefrage ist natürlich, erklär das doch mal bitte jeweils einzeln. Also du hast jetzt 3 Schlagworte genannt, davon kriegt man ja einen Eindruck, aber gerade für die Leute, die zum Beispiel wenig sich mit der Landespolitik beschäftigen, entweder weil sie sehr im Kiez verhaftet sind oder weil sie vor allem sich für bundespolitische Themen interessieren,
Wie läuft das in Berlin, der Kampf gegen rechts über das Parlament? Also man muss erstmal dazu sehen, dass wir halt jetzt seit 2011 diese große Koalition aus SPD und CDU haben und dass beim kleineren Koalitionspartner der CDU eben der Schwerpunkt eben nicht, und jetzt muss ich dieser Extremismus-Theorie folgen, die halt immer als Argumentation benutzt wird, auf den Gefahren von Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus entsteht, vorhanden ist, dass da nicht der Schwerpunkt drauf gelegt wird, sondern man muss halt von Seiten der CDU immer wieder darauf aufmerksam machen, und das haben wir bei verdammt vielen Gelegenheiten gesehen, immer wieder sagen, ja, in Berlin ist aber der Linksextremismus ein wahnsinniger Schwerpunkt, weil so viele Straftaten und so eine große Szene, und es ist halt so das klassische Ding, ja, rechts ist wahnsinnig gefährlich, aber der Feind steht links. Und das merkt man halt immer wieder. Wir haben da verschiedene Redebeiträge von Angehörigen der CDU auch schon im Parlament gehört, wo selbst zum Internationalen Tag gegen Rassismus, an dem zufällig Plenartag war, in der Rede ist im Grunde genommen so lief, ja, Rassismus ist eine wahnsinnig große Gefahr, aber wir dürfen auch die Gefahr von links nicht verharmlosen. Und an der Stelle folgen sie halt einfach ihrem ganzen normalen Duktus. Und meiner Meinung nach spielt es einfach die Gefahr, die von Nazi-Strukturen, von rechtsextremen Strukturen in der Stadt ausgeht, weit hinunter. Trotz allem muss man sagen, gibt es den, auch wenn man den eigentlich nur bedingt so nennen kann, einen antifaschistischen Konsens innerhalb des Parlaments, der sogar die CDU mit einschließt. Denn auch denen ist halt bewusst, dass es mit einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft vorbei ist, wenn irgendwie die NPD, die Rechte oder wahrscheinlich sogar die AfD, wobei man sich da noch nicht so ganz sicher ist, wenn die in eine Regierungsverantwortung kämen. Und entsprechend sind sie dann meistens zu spät, meistens zu wenig, eigentlich immer zu wenig, und auch oft falsch kanalisiert mit dabei, wenn es dann wirklich darum geht, offen zutage tretende Gefahren von rechts dann irgendwie noch zu bekämpfen. Mhm. Schwach kontrolliert meine ich tatsächlich mit, dass die Behörden, die entsprechenden Ermittlungsbehörden halt erstens aus verschiedenen Gründen nicht wirklich was gegen die Nazi-Szene in Berlin unternehmen können, und das liegt halt auch in ihrer Struktur. Weder der polizeiliche Staatsschutz ist da wirklich tief drin in der Szene, noch der Verfassungsschutz. Wir haben dann halt das nächste Problem, also das Folgeproblem, dass antifaschistische Initiativen, so wie man es ja auch in den Verfassungsschutzberichten immer sehen kann, nicht als irgendwie Partner im Kampf gegen Nazis betrachtet werden, sondern eben als die Gefahr von links, weil gewaltbereit und so weiter und so fort. Und Initiativen, ich meine, ihr könnt da wahrscheinlich ein Lied von singen, und vom Upper Bits weiß ich es halt auch, das bisschen, was dann eben diesen Initiativen, die gefördert werden, zukommt, das ist halt mehr so ein Tropfen auf den heißen Stein von dem, was eigentlich gebraucht würde, um wirklich sinnvoll gegen Nazi-Strukturen aktiv sein zu können. Sebastian, ist das so? Also seid ihr da wirklich, ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder fühlt ihr euch, ich meine, ihr seid jetzt 13 Jahre lang quasi auch im Land tätig, fühlt ihr euch unterstützt durch das Land, fühlt ihr euch unterstützt durch das Parlament und vor allem natürlich den Senat? Oder gibt es da noch Ausbaubedarf? Also nur ganz kurz, im Haushaltsplan 2014, 2015, ich weiß nicht mehr genau die Summe, aber tatsächlich ist doch relativ interessant, dass sie über die letzten Jahre gleich geblieben ist. Jetzt kann man sagen, das ist erstmal grundsätzlich gut, aber das hat sich auch fortgesetzt nach der Aufdeckung der NSU-Mordserie in Deutschland, und trotzdem sind die Fördermengen, die zur Verfügung gestellt wurden für das Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, heißt das, glaube ich, sind nicht spürbar aufgestockt worden. Vielleicht kannst du was davon erzählen, als
von der Initiative, die beziehungsweise von einer Organisation, die sicherlich auch elementar davon abhängig ist, dass, dass diese Programme in Berlin bestehen. Hm. Ja, ich versuche das mal, also ich versuche mich voran mal ein bisschen zu sortieren. Das kommt natürlich ganz stark darauf an, von welcher Perspektive man das betrachtet. Wir sind gegenüber anderen Initiativen, die nicht gefördert werden, natürlich privilegiert, weil wir bekommen Geld und ich kann davon leben, von dem, was ich mache und meine Kolleginnen und Kollegen auch. Das ist gut. Trotzdem ist es natürlich so, wenn man, also kann man gucken, wie viel Geld wird denn bereitgestellt, um diese Phänomene anzugehen. Wie viel Geld wird dann beispielsweise für Rüstung bereitgestellt, jetzt um mal in größeren Dimensionen zu denken. Oder Flughafenbaustellen. Oder Flughafenbaustellen. und auch die Abstände sind natürlich interessant. Also guckt man alle 2 Jahre, gibt es eigentlich noch Rechtsextremismus? Wenn das dann immer noch ein Problem ist, dann reden wir darüber, wie viel Geld dafür vielleicht locker gemacht werden soll. Aber irgendwie geht man davon aus, dass in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall noch für Rüstung Geld da sein muss. Gab es denn, schon mal einen Fall, dass der Rechtsextremismus nicht mehr da war? Überraschenderweise nicht. und nun ist es auch ein bisschen hinkender Vergleich, weil natürlich der Berliner Senat keinen eigenen Rüstungsetat hat. Stimmt, ja. Aber dennoch ist der finanzielle Aspekt ist natürlich eine Dimension von Anerkennung. Aber du hast ja insgesamt auch über andere Dimensionen von Anerkennung gesprochen, nämlich wo wird denn überhaupt, wo wird beispielsweise Kompetenz gesucht und wo werden zum Beispiel potenziell Feinde vermutet? Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass Initiativen wie die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, weil sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden, permanent unter den Verdacht gestellt werden, Kriminelle zu sein, während gleichzeitig der Verfassungsschutz, der ja in den letzten Jahren insbesondere im Zusammenhang mit den Morden des NSU eine unrühmliche Rolle gespielt hat, weiterhin als Kompetenz herangezogen wird, wenn es darum geht, das Phänomen Rechtsextremismus zu beschreiben, dann finde ich, drängt sich die Frage auf, ob da nicht die Prioritäten falsch gesetzt sind. Und konkret hat sich das natürlich in den letzten Jahren auch bemerkbar gemacht. Wir wurden bis vor ein paar Jahren, sagen wir so, zur Hälfte auch vom finanziert über das Bundesministerium für Familie, nachdem dort die sogenannte Extremismusklausel eingeführt wurde, die wir uns geweigert haben zu unterschreiben, ist diese Finanzierung weggebrochen. Auch da sind wir wieder verhältnismäßig privilegiert, weil nämlich der rot-rote Senat seinerzeit beschlossen hat, wenn die Finanzierung mal wegbricht, dann übernimmt der Senat von Berlin uns. Das ist nun auch so. Mhm. Andere Initiativen sind davon sehr viel stärker betroffen. Und auch wenn, auch jenseits dieser Klausel, glaube ich, dass das eine gesellschaftliche Haltung ist, die nach wie vor ein großer Hemmschuh in der Bekämpfung von Rechtsextremismus ist. Nämlich diese Idee, dass man es mit zwei Extremismen zu tun hat, die gleichermaßen bedrohlich sind und die vermeintliche Lösung ist die unpolitische, neutrale, objektive, gute Mitte. Okay, damit wir vielleicht noch ein bisschen intensiver darüber sprechen, wir hatten ja jetzt sozusagen einerseits festgestellt, Finanzierung kann natürlich immer mehr sein, sollte aber tatsächlich auch mehr im Berliner und wahrscheinlich auch im Bundeshaushalt ausmachen. Die Programme sollten aufgestockt werden, entnehme ich deinem Plädoyer jetzt. Würde ich ganz gerne, dass wir uns erstmal anschauen, womit haben wir es denn zu tun? Also du hattest gerade gesagt, nach 2 Jahren ist man darauf gestoßen oder alle 2 Jahre stößt man darauf, dass der Rechtsextremismus und die extreme Rechte in Berlin noch nicht sich abgeschafft haben beziehungsweise noch nicht verschwunden sind. Wie ist denn jetzt der Zustand? Also wir haben von dir eingangs gehört sehr viel über die NPD und ich habe im letzten Jahr Zeitungsbericht gelesen, dass sich in Berlin im Sommer der Landesverband der Partei Die Rechte gegründet haben. Und die sind ja dann auch relativ schnell, sie haben glaube ich am Tag vor der Bundestagswahl oder am Wochenende vor der Bundestagswahl irgendwann
eine sehr, sehr starke Demo durch Lichtenberg für mein Empfinden gemacht und haben dort, sind dort sehr aggressiv aufgetreten, zusammen mit Vereinigungen aus Hamburg, zusammen mit anderen norddeutschen Neonazis auch sehr in diesem Stil der autonomen Nationalisten eingebunden. Was passiert denn da gerade in Berlin? Gibt es da eine neue Bewegung, die der NPD ihren Posten streitig macht? Müssen wir uns da Sorgen machen? Also Sorgen machen schadet grundsätzlich nicht, glaube ich, aber ich glaube trotzdem, dass ich würde da noch nicht von einer Bewegung sprechen. Also so, ich würde dir beipflichten, diese Veranstaltung, die die Rechte da durchgeführt hat, waren mitunter gruselig anzuschauen. Also auch wenn man sich anschaut, wer so dessen Freunde aus anderen Städten sind, die dann kommen. Also du hast die Weiße Wölfe Terror Crew angesprochen. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, wenn wir uns die Leute angucken, die in Berlin diesen Verband machen, die ja vorher zu Teilen in der Kameradschaft Frontbann organisiert waren, dann haben die jetzt auch, also sind die mir nicht gerade in Erinnerung geblieben durch Politik, die darauf angelegt ist, in den nächsten Jahren massenfähig zu werden. Das glaube ich nicht, sondern eher so eine Art, ist ja auch egal, was es dann eher ist, dessen ungeachtet glaube ich, dass das dass die Funktion, die diese Partei hat, sich auch daran bemessen wird, wie das NPD-Verbotsverfahren weitergeht. Also sollte die NPD verboten werden, was ich im Augenblick noch nicht glaube, aber für den Fall wäre es die einzig verbleibende Rechtspartei, die in Berlin existiert, und in anderen Städten sieht es sicherlich auch so aus. Also ja, wobei man dann noch gucken müsste, wie viel dann sich tatsächlich noch in der AfD ansammelt. Genau, die einzige Partei sozusagen im völkischen neonazistischen Bereich. So, ja, das stimmt tatsächlich. Und davon abgesehen, glaube ich, erfüllen natürlich so Parteien, auch wenn sie nicht Massenparteien werden, Zweck, nämlich man kann einfacher an Räume reinkommen. Das ist auch ein Mittel, um Geldzufluss zu akquirieren. Das, glaube ich, könnten auch durchaus Funktionen sein, die auch in einem sehr, sehr kleinen Rahmen nützlich sind für Neonazis. Wir haben ja in Dortmund jetzt von dem dortigen, ich glaube von der dortigen Ortsgruppe oder von dem entsprechenden Dortmunder Stadtverband, ich weiß gar nicht genau, wie die Organisationsform heißt, der Partei Die Rechte erlebt, wie sie denn tatsächlich vorgehen, wenn sie in den Genuss eines Mandats oder einer Mandatsträgerschaft kommen. Dort ist der dortige Spitzenkandidat ins Rathaus eingezogen und hatte vorher auf Facebook angekündigt, mit einem Schlag ins Rathaus. Und hatte das dann mit seinen Kumpanen auch tatsächlich umgesetzt, hat probiert, einen Rathaussturm zu organisieren. Und die Bilder, die darauf folgten, waren ja schon sehr erschreckend. Es gab eine Politikerin, die mit einem Faustschlag niedergestreckt wurde. Es gab Pfefferspray-Angriffe auf die dort anwesenden Ratsmitglieder und deren MitarbeiterInnen, die dort quasi die Wahlparty gemacht haben. Wenn wir uns das jetzt angucken, ist das ein Symptom, das bei der Rechten bundesweit so ist, dass die Mitglieder ein deutlich höheres Gewaltpotenzial ausüben, als es zum Beispiel vergleichsweise auf NPD-Veranstaltungen ist? Wie ordnet sich der Berliner Landesverband von den Mitgliedern her dort ein? Also gibt es da eine eher gewalttätige Historie zum Beispiel oder sind das alles lautere Schafe? Naja, in Berlin gibt es, wenn man sich die Leute von die Rechte anguckt, gibt es natürlich eine gewalttätige Historie, gibt es allerdings auch bei den NPD-Leuten. Also das würde ich sagen, das ist kein Unterschied, der in Berlin Sinn ergibt, in vielen anderen Bundesländern auch nicht. Also die NPD erfüllt in Berlin auch den Zweck oder erfüllte jahrelang auch den Zweck, Sammel
Sammelorganisation für die verschiedensten Spektren zu sein. Und unter anderem finden sich da natürlich auch gewalttätige Leute, wieder Leute, die in der Vergangenheit gewalttätig waren, aber auch durchaus Leute, die gegenwärtig gewalttätig sind im Zuge von Plakate aufhängen beispielsweise. Ich glaube, das musst du ganz kurz erläutern, weil Plakate aufhängen hört sich nicht gewalttätig an. Das stimmt, das ist an und für sich noch keine sehr gewalttätige Tat. Es gab verschiedene Vorfälle im Wahlkampf, wo NPD-Mitglieder und NPD-Sympathisanten entweder Mitglieder anderer Parteien angegriffen haben, die, während die Plakate aufgehängt haben, oder wenn sie auf Widerspruch gestoßen sind oder auch nur Leute getroffen haben beim Plakate aufhängen, die sie für Gegner hielten, dort gewalttätig geworden sind. Aber wenn ich nochmal kurz auf dein Beispiel aus Dortmund zurückkommen darf, zum einen würde ich gerne noch die Liste des Besorgniserregenden ergänzen. Schlimm finde ich, wenn ich mir angucke, wie mit diesem, also wie dieser Wahlabend juristisch aufbereitet wird. Ja. Also ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, es sind um die 40 Ermittlungsverfahren, glaube ich, anhängig gegen die Leute, die sich da den Nazis in den Weg gestellt haben. Das finde ich ziemlich besorgniserregend. Diese Leute wiederum, vor denen habe ich großen Respekt, und das fand ich war auch, also so gruselig wie diese Bilder waren, fand ich das in gewisser Weise gut zu sehen. Da gibt es Leute, die stellen sich dann halt Neonazis in den Weg. Und das, finde ich, darf man immer nicht vergessen, dass das eine Dimension ist, um Rechtsextremen zu begegnen. Es gibt sehr, sehr viele andere, die, die sozusagen für sich genommen auch, oder die so im Zusammenspiel durchaus genauso wichtig sind. Aber die Dimension der Straße ist eine Dimension, die nicht zu vernachlässigen ist. Zur juristischen Bewertung, dass das wirklich Kuriose an der Situation ist ja, so wie ich heute noch gelesen habe, dass die 22 Ermittlungsverfahren gegen die Neonazis sogar noch zurückgestellt werden, um erstmal gegen die 40 Menschen ermitteln zu können, die sich da in den Weg gestellt haben. Und das ist schon eine sehr, sehr seltsame Prioritätensetzung der Dortmunder Staatsanwaltschaft. Gibt es denn, Oliver, du bist ja sehr oft auf Demonstrationen in Berlin unterwegs im Rahmen deiner parlamentarischen Beobachtung. Wie nimmst du das denn wahr? Also ist das in Berlin eine ähnliche Situation? Gibt es, wenn es Proteste gibt gegen Aufmärsche von Nazis, was ist da deine Erfahrung? Wie reagiert die Polizei auf diese Aufmärsche? Wie reagiert danach auch gegebenenfalls die Innenverwaltung, die sich ja regelmäßig euren Fragen im Innenausschuss und in der Plenarsitzung stellen muss. Und wie reagiert die Staatsanwaltschaft? Kannst du da vielleicht Erfahrungen beisteuern? Also ich will da jetzt ganz sicher nicht verallgemeinern, weil es auf jeden Fall auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft und von Seiten der Polizei sehr engagierte Menschen gibt, die auch schon ein Interesse dran haben, da auch, sagen wir mal, Neonazi-Straftaten entsprechend zu verfolgen. Gerade jetzt im Umfeld von Versammlungen. Das Bild, wie sich es eigentlich normalerweise darstellt, ist folgender Ablauf. Also vorm angemeldeten Beginn einer Nazi-Demonstration finden sich halt schon Antifaschistinnen und Antifaschisten zusammen und versuchen genau diesen Ort, soweit bekannt, zu besetzen. In den meisten Fällen ist dann von der Polizei schon irgendwo ein Areal als Aufmarschgebiet abgesperrt, in das dann auch nur diese Leute, die dann auch entweder anhand ihrer Bekleidung oder Gesichter bekannt oder aufgrund ihrer eigenen Erklärung gegenüber der Polizei, dann auf diesen Platz gelassen werden. In den meisten Fällen wird halt auch versucht, Gegenproteste irgendwie möglichst weit weg zu halten, so im gerade noch eben juristisch vertretbaren Maß, weil ja gemäß des Versammlungsrechts so eine Gegendemonstration irgendwie in Ruf und Hörweite stattfinden soll. Und da haben wir es auch schon erlebt, dass dann, wenn eine Nazi-Demo irgendwo durch, keine Ahnung, Gebüsche oder weiß der Geier was in der Richtung entsprechend ein Stück weit optisch geschützt worden ist, dass dann auch so ein kleiner, schmaler Durchgang an einer Stelle dann als Sicht- und Hörverbindung ausgereicht hat, dass die Polizei das soweit für angemessen befunden hat. Gut, dann kommt es halt zu dieser Nazi-Demonstration oder auch nicht. Auf jeden Fall findet da eine irgendwie geartete Versammlung statt und die entsprechenden Gegenproteste. Und da unterscheidet sich meiner Erfahrung nach der Umgang mit den Anmeldern schon sehr stark.
Während ich bei antifaschistischen Demos oder Kundgebungen sehr oft, sagen wir mal, eher Rüdenton bemerke, scheint es da, ja, ich sag mal, zwischen verschiedenen Polizeibeamten und einem Sebastian Schmidtke zum Beispiel einen fast schon vertraulichen Umgangston zu geben, was mich da, was mich du da öfter. Meinst den Landeschef der Berliner NPD? Ja. Mhm. Mir ist nur der eine bekannt, aber ja. Also der meldet ja auch eine Menge Demos an, aber es ist schon verblüffend, was da teilweise für ein vertraulicher Umgangston offenbar herrscht. Naja, also es passieren einfach auf solchen Nazi-Versammlungen oftmals Dinge, die so in einer antifaschistischen Kundgebung oder Demo überhaupt nicht denkbar wären, wo halt von Polizeiseite, sagen wir mal, bei viel geringeren Anlässen reingepfeffert wird, beziehungsweise auch gleich mal die ganze Versammlung aufgelöst wird. Also da ist ein ganz klares Ding, es scheint sich irgendwie so im Kopf vieler Polizisten festgesetzt zu haben, da ist eine Nazi-Demonstration, deren Versammlungsrecht muss geschützt werden gegen die vielen, vielen Menschen drumherum. Und dafür nimmt man halt ganz andere Dinge in Kauf, als es umgekehrt der Fall wäre, wenn zum Beispiel eine antifaschistische Demo keine Ahnung, durchs tiefe Marzahn oder durch bestimmte Bereiche von Lichtenberg durchlaufen soll, wo dann öfter mal eine Routenverlegung notwendig erscheint von Seiten der Polizei. Und dann juristische Nachbetrachtung. Ich meine, klar, es gibt halt einfach, glaube ich, wesentlich mehr Antifaschistinnen und Antifaschisten in der Stadt, auch aktive, als es Nazis in Berlin gibt. Und entsprechend größer sind bleibt die Verantwortung. Ja. Ja, also das ist meine persönliche Erfahrung, ja. Und ich hoffe, das bleibt auch so, beziehungsweise wird noch besser. Also die Quote da. Entsprechend durch die vielen Verstöße gegen das Versammlungsrecht, durch irgendwelche angenommenen oder tatsächlich vorhandenen Vermummungen auf Demonstrationen, und andere Dinge, ist halt die Quote von Straftaten oder verfolgten Straftaten auf antifaschistischen Veranstaltungen größer als auf Nazi-Demos, wohingegen es sich bei denen ja dann oftmals auch um Propagandadelikte und so weiter handelt. Also hier volksverhetzende Aussagen oder volksverhetzende Transparente und Plakate, was wir oft schon hatten, oder Beleidigungen direkt. Es gibt da offensichtlich ein Ungleichgewicht. Mhm. Du hattest am Anfang schon mal so ein bisschen in eine bestimmte Richtung das Thema geöffnet. Und zwar hast du gesagt, wenn man weiß, wo die Veranstaltung stattfindet oder nicht. Und es scheint ja in den letzten Jahren, so erscheint es mir jedenfalls als Beobachter, zu einer normalen Polizeitaktik geworden zu sein, dass man die Aufmarschorte der extremen Rechten geheim hält, solange wie es nur irgendwie möglich ist. Ich habe bei euch auf der Facebook-Seite des Öfteren gesehen, Postings wie Eilmeldung, wir haben gerade erfahren das. Und das hat sich in den letzten Monaten und ich würde sagen in den letzten 3 Jahren ausgehend von einem Fiasko in 2011, als Nazis probiert haben, in Kreuzberg aufzumarschieren, dort über eine ganz, ganz obskure Geheimhaltungstaktik erst vom Hermannplatz, dann an den Mehringdamm gefahren wurden, dort haben probiert zu marschieren, sehr schnell eingekesselt wurden durch hunderte AntifaschistInnen, die probiert haben, diese Veranstaltung und erfolgreich auch diese Veranstaltung blockieren konnten, woraufhin die Polizei sie probiert hat, die Nazis wiederum in eine U-Bahn zu leiten. Die Nazis sind dann ausgebrochen, haben sehr gewalttätig auf SitzblockiererInnen eingeschlagen. Die Verfahren laufen, glaube ich, gerade stehen kurz vor dem Gerichtsprozess. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass das keine gute Taktik ist. Aber beschreibt doch mal, wie läuft das bei euch im Parlament? Ihr müsst doch danach irgendwie darüber Gespräche führen.
wie dass sowas nicht in Ordnung ist. Vielleicht kannst du, Sebastian, danach so ein bisschen mal erzählen, was denn eigentlich die grundlegende Gefahr hinter so einem Verhalten der Polizei ist und ob das zu einer Stärkung der extremen Rechten und ihrem Machtgefühl sozusagen beiträgt. Aber erzähl du erstmal bitte ganz kurz, wenn ihr dann im Parlament sitzt oder im Innenausschuss und dann kommt es auf, weiß ich nicht, besondere Vorkommnisse oder ihr habt einen Besprechungspunkt angemeldet, wie reagiert denn der Senat und vielleicht auch die VertreterInnen der Polizei auf die Vorwürfe, dass solche Dinge nicht okay sind, dass nicht zurückgehalten werden kann, wenn Nazis in der Stadt aufmarschieren? Also dazu muss ich erstmal vorab zwei Dinge sagen. Das erste ist, es gibt eine Übereinkunft mit der Pressestelle der Polizei. Das ist die gleiche, die halt auch mit Pressevertreterinnen soweit besteht, dass auf Nachfrage bei der Pressestelle der Polizei 24 Stunden vor Stattfinden einer solchen Veranstaltung, also einer Nazi-Kundgebung oder einer Nazi-Demonstration, diese dann auch soweit kommuniziert wird. Also wenn keiner fragt, dann sagen die halt auch nichts, aber 24 Stunden vorher leugnen sie es auch nicht mehr. Das ist eine Taktik, die formal so schon auch in der Körting-Administration bestand, wo man aber davon ausgehen konnte, meiner Kenntnis nach, weil ich es halt dadurch, dass ich diese Privilegien damals noch nicht hatte, nicht selber bestätigen kann, aber andere Pressevertreterinnen auch, mit den, die schon länger drin sind, haben mir das auch bestätigt. Unter Erhard Körting war es durchaus möglich, auch mehrere Tage im Vorfeld Bescheid zu bekommen, wenn irgendwo eine Nazi-Demo läuft und teilweise sogar auch mal proaktiv von Seiten der Innensenatsverwaltung. Das gibt es in der Form gar nicht mehr unter Frank Henkel, sondern halt wirklich dieses reine formale, wir haben euch gesagt, 24 Stunden vorher könnt ihr fragen und dann sagen wir es euch. Und das hat auch seit 2011 zumindest in dem, sagen wir, recht geringen Ausmaß auch ganz gut funktioniert. Und es gab ein, zwei Dinge, da wussten wir es sogar mal ein, zwei Tage vorher, also noch so zwei Tage vorher. Jetzt in den letzten Monaten, muss ich allerdings sagen, ist da die Politik nochmal eine ganze Spur anders geworden. Das heißt, selbst diese Minimalanforderungen, 24 Stunden vorher und dafür die richtige Uhrzeit und den richtigen Ort, weil bis dahin ja auch das Anmeldegespräch der Polizei mit den anmeldenden Nazis schon stattgefunden hat, selbst die Informationen daraus sind nicht mehr wirklich zuverlässig, also weniger zuverlässig, als sie es in den letzten zwei Jahren davor gewesen sind. Das sehe ich als großes Problem. Das hat sich jetzt das letzte Mal herausgestellt, als die NPD-Tour war. Im Vorfeld der Europawahl ist die NPD ja im Grunde genommen täglich ihre 5 Kundgebungen gemacht, jeweils in einem anderen Bezirk. Und gerade bei den letzten beiden, das waren dann, glaube ich, Pankow und Hellersdorf nochmal, beziehungsweise Pankow und Marzahn-Hellersdorf, war es so, dass wir falsche Uhrzeiten bekommen haben, dass die Reihenfolge der verschiedenen Kundgebungsorte nicht gestimmt hat, was grundsätzlich okay war, weil sich ja die einzelnen Gegenkundgebungsorte sowieso unabhängig voneinander, beziehungsweise mit der Möglichkeit, unabhängig voneinander existieren zu können, organisiert hatten. Das aber im Fall Hellersdorf nochmal ganz gravierend dazu kommt, dass eben noch eine andere Zusage nicht eingehalten wurde, nämlich, dass die Versammlungsbehörden keine Nazi-Kundgebung in der unmittelbaren Nähe von Flüchtlingsunterkünften genehmigen. Davon ist abgerückt worden, als jetzt halt quasi direkt gegenüber der Unterkunft in der Carola-Neher-Straße in Hellersdorf, da dann die NPD ihre Kundgebung durchführen durfte. Und da kommen wir dann zu Problem 2, das ich ansprechen muss an der Stelle, dass die Unerledigtenliste im Innenausschuss so unglaublich lang ist. Ich meine, wir haben jetzt vor kurzem einen 2,5 Jahre alten Antrag der Linken behandelt. Und dass Besprechungspunkte, die angemeldet werden für den Innenausschuss, teilweise auch wirklich monatelang auf Halde liegen und man da nichts machen kann, weil im Zweifelsfalle die Koalitionsmehrheit einfach sagt, nö, wir wollen die Tagesordnung anders und dann unsere Besprechungspunkte einfach von der Tagesordnung stimmt. Und dass teilweise auch Diskussionen
Das ist teilweise taktisch induziert von Seiten der Koalition, teilweise auch aufgrund, ja, ich will sagen, also ohne das jetzt pathologisieren zu wollen, aber von Profilneurosen einzelner Politiker, die da meinen, zu jedem Tagesordnungspunkt irgendwie mindestens 20 Minuten am Stück reden zu müssen, so rausgezögert wird, dass am Ende der Tagesordnungspunkt besondere Vorkommnisse, dass dann da halt keine Zeit mehr für ist und die Koalition besteht halt in den überwiegenden Fällen auf einem wirklich pünktlichen Ende des Ausschusses, immer mit der Begründung, man hätte im Anschluss noch Termine und so. Aber es sind schon wahnsinnig viele Demonstrationen und Vorkommnisse einfach im Innenausschuss überhaupt nicht besprochen worden, weil keine Zeit mehr dafür da war. Ich möchte mal ganz kurz einhaken, bevor wir wieder zurückkommen, weil mich da schon ein Punkt interessieren würde. Und zwar ist der Innenausschuss, der heißt, glaube ich, ganz formal Ausschuss für Innere Sicherheit und Ordnung. Mhm. Genau. Das ist ja schon ein Themengebiet, was deutlich über extreme Rechte, Rechtsextremismus hinausgeht. Ihr werdet sicherlich auch ganz, ganz viele andere Sachen haben, die zum Teil halt daran gar keine Anknüpfungspunkte finden. Also ich wir glaube zum Beispiel Feuerwehrpolitik oder... Feuerwehr zum Beispiel, wir haben es auch schon mal geschafft, 2 Stunden über, also eigentlich über Gewalt im Fußball zu sprechen, was dann allerdings in die Richtung ausgeartet ist. Deswegen hat es dann 2 Stunden gedauert, wo dann jeder, also fast jeder, mal sein schönstes Fußballerlebnis im Stadion aufzählen durfte. Und das sind halt so die Dinge, die uns dann an Zeit fehlen, um... zum Beispiel über Vorkommnisse auf einer Nazi-Demo oder auf Gegenkundgebung reden zu können. Aber um da mal einzuhaken, denkst du, es sollte sich eine eigene Organisation, Organisationseinheit, ein eigener Unterausschuss zum Beispiel für das Thema Rechtsextremismus in Berlin bilden? Also sind wir auf einer Ebene der Handlungsunfähigkeit in dem Bereich angekommen, was die parlamentarische Arbeit betrifft? Naja, grundsätzlich hätten wir einen Ausschuss, der Ähnliches ja schon behandeln könnte. Das ist der Ausschuss für Verfassungsschutzangelegenheiten. Mhm. Der hat eben nur das Problem, dass er, dass in diesem Ausschuss eben wirklich nur über Erkenntnisse des Landesverfassungsschutzes Berlin geredet wird. Und dass dort bereits begangene Straftaten einfach ausgeklammert werden, weil die dann ein Fall für einen polizeilichen Staatsschutz sind, über die dann wiederum im Innenausschuss geredet werden müsste. Und also kommt tatsächlich, ja, dass ihr im Verfassungsschutzausschuss auch eine sehr hohe Geheimhaltungsstufe für viele Themen habt, weil ihr als Abgeordnete da Privilegien habt, aber keine öffentliche Aufarbeitung stattfindet. Sebastian, an dich kurz die Frage. Arbeitet ihr auch mit den Ergebnissen, die im Berliner Landesparlament stattfinden? Also sitzt ihr auch mal ab und zu selbst als BesucherInnen im Ausschuss oder lest ihr die Protokolle? Natürlich, nicht alle Protokolle. Aber natürlich nehmen wir das wahr, was für unser Thema relevant ist. Wir sind hin und wieder, werden wir als Gäste eingeladen in Ausschüsse und können dort sowohl reden als auch dann für die Einheit, wo wir eingeladen sind, zuhören. Natürlich ist das ein wichtiger Ort auch für unsere Arbeit und sind so Anfragen, die ja gestellt werden, auch für uns interessant. Glaubst du, dass mit einer Zentrierung der Bearbeitung von Thematiken, die mit der extremen Rechten zu tun haben, dass damit politisch der Zustand der extremen Rechten in Berlin besser aufgearbeitet werden könnte? Also auf der anderen Seite, vielleicht um die Frage anders zu formulieren, glaubst du, dass gerade, was Oliver beschrieben hat, zu viel liegen bleibt? Würdest du dir Sachen wünschen, die aufgearbeitet sind, obwohl sie es immer noch nicht sind? Ich würde mir total viele Sachen gerne aufgearbeitet wünschen. Ich würde mir zum Beispiel gerne die Versäumnisse im Zusammenhang mit dem NSU aufgearbeitet wünschen. Ich habe da nur eine Vermutung, das liegt nicht an der Zeit. Was Oliver eben beschrieben hat, anbelangt, da fehlt mir der Einblick und das glaube ich erstmal genau so, dass da einfach viel liegen bleibt. Und natürlich, also auch da, das glaube ich, dass es im Hinblick auf die Bereitstellung von Ressourcen, dass sowas eine Auseinandersetzung lähmt. Ich würde sagen, es ist ein Aspekt und natürlich gehören irgendwie zu einer Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus auch noch andere. Es ist mitunter auch einfach eine Haltungsfrage, aber es schadet sicherlich nichts, dem mehr Ressourcen zu
wenden. Okay. Um auch tatsächlich wieder so ein bisschen den Rahmen zurückzufinden, würdest du dir wünschen von dem Parlament oder vor allem natürlich vom Senat oder der Innenverwaltung, dass sie sich auf eigene Initiative bei euch oder bei anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen oder auch über andere Publikationskanäle melden, sobald die extreme Rechte in Berlin Aufmärsche angemeldet hat? Und wie beurteilst du das? Das ist, wie gesagt, seit den letzten Jahren halt eher so eine Geheimhaltungstaktik der Polizei gibt. Ich finde, man kann das ja ganz konkret durchspielen, was das bedeutet, wenn erst 24 Stunden vorher auf Nachfrage sowas durchgegeben wird. Also zum einen ist natürlich diese Regelung auf Nachfrage ein extrem großes Einfallstor für den Fall, dass es nicht bekannt wird. Und zum anderen gehen wir mal davon aus, dass es dann 24 Stunden vorher bekannt wird. Wen erreicht denn diese Information? Also wer ist potenziell dazu in der Lage, dann gegen die Neonazis zu protestieren? Das sind Leute, die in Netzwerke eingebunden sind, die sozusagen ohnehin zur Demo gehen würden, die auch die Entscheidung schon längst getroffen haben, wahrscheinlich auch sehr prinzipiell, wenn Neonazis marschieren, bin ich dabei. Aber es gibt eine ganze Menge Leute, für die das total verkompliziert wird, dann an solchen Protesten teilzunehmen. Also das heißt, Leute, die vielleicht weder kulturell noch politisch angebunden sind an Organisationen, in denen das irgendwie Konsens ist, dass man sich Neonazis in den Weg stellt, die vielleicht irgendwie ein paar Tage brauchen, um mit ihren Leuten darüber zu reden, was machen wir eigentlich an dem Tag, wo wollen wir eigentlich hingehen, ist vielleicht, wollen wir uns an der Blockade beteiligen oder da in der Nähe gibt es auch noch eine Demonstration oder eine Kundgebung, das ist vielleicht eher so unser Ding. All das sieht man ja, wenn langfristig mobilisiert wird, dass dort Gelegenheiten geschaffen werden, dass sich möglichst viele Leute an Protesten gegen Neonazis beteiligen können. Und zwar egal, ob die Leute sagen, ja, ich setze mich auf die Straße, oder ob die Leute sagen, ah, ich habe irgendwie ein schlimmes Knie, für mich ist es lieber, ist es eher was, an der Kundgebung teilzunehmen und einen Luftballon in der Hand zu halten, aber da irgendwie Position zu beziehen. Und zugespitzt finde ich, man kann nicht beides haben. Man kann nicht das gute Gefühl haben, von Gesicht zeigen zu sprechen und gleichzeitig den Leuten aber die Hürde hochsetzen, sich an Protesten zu beteiligen. Denkst du, dass, also mein Eindruck ist, dass da tatsächlich sich auch diese Haltung der Innenbehörden reproduziert, dass dieses extremismustheoretische Denken da so ein bisschen rein interpretiert wird. Dieses 24-Stunden-Angebot ist sozusagen, geht davon aus, auf der einen Seite sind die Nazis, die wollen demonstrieren, auf der anderen Seite sind die Gegendemonstranten, die als pauschale Gruppe in ihrer Organisiertheit irgendwie gefasst wird. Und die wollen dagegen protestieren und quasi auf diese beiden Rollen werden sozusagen zwei als Organisation empfundene Menschengruppen sozusagen reingezwängt und deswegen wird dieses Angebot geschaffen, damit man zwei Gruppen zufriedenstellt mit diesen 24 Stunden. So einerseits gibt es ein bisschen Geheimhaltung und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit für die Leute, die organisiert sind, zu Gegendemonstrationen sich sozusagen zu organisieren und dort aufzutauchen. Das hört sich für mich danach an, als ob da so diese grundlegende Unterscheidung auch, was den Arbeitsbereich dann angeht, gar nicht gemacht wird. Also dass es darum geht, wenn man zu Gegendemonstrationen aufruft, ich weiß nicht, ihr habt auch viele Aufrufe zum Beispiel als Fraktion, weiß ich es nicht, als Partei auf jeden Fall, hier in Berlin unterschrieben, dass es darum geht, auch zu zeigen, dass die Gesellschaft, also dass die Berliner Gesellschaft zu einem ganz überwiegenden Teil sich gegen rechtes Gedankengut und gegen die extreme Rechte in ihrer Organisiertheit stellt. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu sagen? Ich weiß nicht, wenn ich kurz anfange. Also dass dieses Denken von zwei Lagern, die etwa gleich groß, etwa gleich gefährlich und genauso und vor allem etwa gleich weit von der Mitte der Gesellschaft entfernt sind, dass das vorherrschende Denken ist, das ist ziemlich offensichtlich geworden, gerade auch in der Zeit nach dem braunen Dienstag in Hellersdorf, als ja vom Bezirksbürgermeister Komus heißt er,
auf der einen Seite halt irgendwie während friedlich bunt ablaufender antifaschistischer Demonstrationen, die dann zum Alois-Salomon-Platz hingelaufen sind, erzählt wurde, ja, es wäre total schön, wie viele Menschen hier Gesicht zeigen und irgendwie gegen Rassismus im Bezirk auf die Straße gehen. Und dann aber auf der anderen Seite eben auf dieser Bürgerversammlung, ich glaube, ihr wart auch da, ich habe zumindest Bianca dort auch getroffen, als es dann da auch so sehr laut wurde und immer wieder irgendwelche rassistischen Dinge in die Mikrofone da reingesagt wurden, während von anderswo es halt auch wiederum laut wurde, dass er da von so einem Links-Rechts-Konflikt auf dieser Veranstaltung geredet hat und dabei eben nicht, was meiner Meinung nach der richtige Ansatz gewesen wäre, gesagt hat, okay, da haben irgendwie versucht, Rassisten die Meinungshoheit auf der Veranstaltung zu bekommen und sind von anderer Seite davon abgehalten worden, sodass irgendwie noch versucht wurde, eine Diskussion am Laufen zu halten, beziehungsweise eine Informationsveranstaltung dort durchzuführen. Da hat er meiner Meinung nach komplett versagt und ist halt auch vollständig in dieses Extremismusdenken, also in diesem Extremismusdenken verwurzelt gewesen. Und das ist so ein Ding, das gerade in SPD und CDU auch so tief verankert ist, dass das sich selbstverständlich auch im Verhalten der Innenverwaltung widerspiegelt, wo genau dieser angebliche Links-Rechts-Konflikt ja auch als Ausrede immer wieder genutzt wird, um eben rassistische Straftaten irgendwie in eine Relation zu Vermummungen auf Demonstrationen zu setzen, wo dann halt, jetzt haben wir es gerade wieder im Bundesverfassungsschutzbericht gesehen, wo eben tatsächlich Gewaltdelikte von rechter Seite aufgewogen werden gegen Verstöße gegen das Versammlungsgesetz auf linker Seite, um da irgendwie so eine Art Waagschale auf Augenhöhe zu suggerieren. Und genügend Wissenschaftler haben es mittlerweile schon auseinandergenommen, aber politisch ist es gewollt, diese Theorie am Laufen zu halten. Und das ist halt das Problematische. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen länger geworden. Ne? Ach, nee. Das ist alles in Ordnung. Dafür sind wir ja auf so einer wunderschönen Couch, damit es nicht wehtut, wenn man zu lange redet und zu lange sitzen muss. Die Innenverwaltung scheint eh ab und zu einen sehr, sehr komischen Blickwinkel auf die extreme Rechte und Antifaschistinnen, die sich dagegen stellen oder die Zivilgesellschaft, die sich dagegen stellt, zu haben. Jahrelang standen Bilder und Adressen im Netz von vermeintlichen Gegnern gegen rechts oder auch von tatsächlichen Gegnern gegen rechts, die als Politiker sich ganz öffentlich dagegen geäußert haben. Schon seit 2005, glaube ich, vielleicht kannst du mich da korrigieren, falls ich falsch liege, agieren einige Berliner Neonazis unter dem Label NW Berlin. Das scheint sich in den letzten anderthalb Jahren zurückgezogen zu haben. Was glaubst du, steckt dahinter? Also welche Entwicklung hat die Berliner Nazi-Szene da durchgemacht? Also zum einen ist es, wie du es beschrieben hast, seit Ende 2012 würde ich sagen, gibt es NW Berlin als Label nicht mehr. Und dann ist vielleicht nicht schlecht, kurz zu erklären, was Label umfasst. Das war tatsächlich genau 2005, als die Seite NW Berlin online ging. Und diese Seite erfüllte Zwecke, mobilisierende Zwecke. Da wurde über Veranstaltungen berichtet. Wie du richtig gesagt hast, wurden da später auch AntifaschistInnen, engagierte PolitikerInnen, JournalistInnen mit Name und Bild eingestellt. Nationalsozialistische Ideologieproduktion war durchaus auch ein wesentlicher Part von NW Berlin. Und gleichzeitig neben dieser Homepage-Funktion wurde das in den Jahren immer deutlicher. Also es gab Transparente mit NW Berlin, Flyer mit NW Berlin, Plakate. Es wurde an Häuserwände gesprüht. Also es war durchaus auch eine Überschrift, unter der ein Aktionszusammenhang agiert hat. Dass diese Überschrift nicht mehr existiert, liegt zum großen Teil an dem Druck, den antifaschistische Initiativen und Politikerinnen, Organisationen wie Reach Out und auch wir über Jahre aufgebaut haben. Und es
also es gab ja schon relativ früh Anzeigen in dieser Hinsicht, dass Leute gesagt haben, da ist mein Bild drauf, das möchte ich übrigens nicht, dass Leute auch sehr konkret gemacht haben, ich weiß, wo ich fotografiert wurde, ich weiß auch, von wem ich fotografiert wurde. Also es hat zu keinem Zeitpunkt an Ermittlungsansätzen gemangelt. Und doch war der Satz, der über Jahre immer wieder gesagt wurde, der Server steht in Amerika, also USA. Auf irgendeinem Punkt hat es dann doch geklappt. Mittlerweile wird da auch ermittelt seit ein paar Jahren. Und mittlerweile hat NW Berlin auch die Funktion, sowohl die Funktion verloren, als Homepage ansprechbar zu sein, als auch die mobilisierende Funktion oder die Funktion eines Labels, unter dem Aktionszusammenhang Aktionen machen kann. Das heißt aber nicht, dass die Menschen weg sind, die das gemacht haben. Und das heißt nicht, dass die Leute nicht mehr aktiv sind, die über Jahre auf Demonstrationen und auf Märschen AntifaschistInnen fotografiert haben. Das heißt, die Leute sind immer noch aktiv, die nachts sprühen gegangen sind, die andere Leute verleumdet haben, die auch die Brandanschläge zu verantworten haben, die im Zusammenhang mit NW Berlin geschahen. Also es war ja so, dass es vor einigen Jahren gab es noch ein rechtsextremes Forum und da wurde dann aus einem Verteiler von NW Berlin ein Aufruf gepostet, brecht den Terror der Roten, eine Liste mit linken Läden finden sich auf den Seiten des auf den Berliner Widerstandsseiten, also ein deutlicher Verweis auf NW Berlin. Und ich glaube, ein oder zwei Nächte später gab es dann mehrere Brandanschläge in Berlin. Also all solche Sachen weisen darauf hin, es gibt ein unglaublich hohes Bedrohungspotenzial. Es gibt auch eine Professionalisierung in dieser sogenannten Anti-Antifa-Arbeit im Vergleich zu von vor 10 Jahren, würde ich sagen. Und nur weil die Überschrift weg ist, heißt es nicht, dass die Gefahr gebannt ist. Und wenn wir das zusammendenken, also die beiden Tendenzen, die ich vorhin beschrieben habe, also eine Schwächung auf einer bestimmten Ebene von politischer Repräsentation, eine Stärkung auf einer Ebene von Militanz und klandestinen Aktionen und gleichzeitig ein Fokus auf, also was wir auch alle drei gesagt haben, ein deutlicher Fokus auf rassistische Proteste, dann kann sich daraus, finde ich, eine sehr besorgniserregende Tendenz ableiten lassen, nämlich, dass diese militanten Aktionen sich in immer stärkerem Maße gegen die Unterbringung von Geflüchteten oder Geflüchtete selbst, respektive deren antirassistischen Unterstützer richten. Ja, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass sich dass das Aktionszentrum ein bisschen weg von dem der letzten Jahre bewegt, also wo ja fast ausschließlich gegen politische GegnerInnen vorgegangen wurde. Ich meine, klar, es gab halt immer noch rassistische und antisemitische Angriffe, aber so das Zentrum der Aktion war meiner Wahrnehmung nach der politische Gegner, während sie sich halt jetzt seit 2013 schon sehr stark auf die ganzen Flüchtlingsunterkünfte konzentrieren und da dann halt in dem Bereich auch überwiegend ihre Propaganda verbreiten. Also meine Wahrnehmung. Also würde ich sagen, stimmt. Das stimmt natürlich im Fokus auf die rechtsextreme Szene. Wenn wir uns insgesamt Vorfälle angucken, dann ist es seit Jahren so, dass die überwiegende Mehrzahl rassistisch motivierte Angriffe sind, die dann allerdings auch in den meisten Fällen, da weisen die Kolleginnen der Opferberatungsstelle Reach Out immer wieder auch darauf hin, eben nicht von organisierten Neonazis begangen werden, sondern von, in Anführungszeichen, ganz normalen Menschen. Aber genau, für unseren Fokus würde ich dir total beipflichten, hat es genau diese Veränderungen in den letzten anderthalb Jahren gegeben. Ihr könnt ja vielleicht mal ein bisschen, also du hattest gerade gelacht, als es hieß, die Server stehen im Ausland, was sicherlich gerade für eine Partei, die du ja repräsentierst, die sich gut mit dem Internet auskennt, diese Dinge mit dem Internet, sich ja sehr skurril anhören muss. Also spricht einerseits eine Technikablehnung oder die Ablehnung von technischem Wissen daraus. Andererseits wir hatten das jetzt in den vergangenen Monaten, als es darum ging, dass sich sehr viele unter konspirativen Labels wie Bürgerbewegung, Bürgerinitiativen, Nein zum Heim organisierte Facebook-Pages
gegründet haben, dass auch dort gesagt wurde, wenn ich die Innenausschussprotokolle richtig rezitiere. Die Facebook-Server stehen nicht in Deutschland. Und das, obwohl tatsächlich europäischer Rechtsrahmen für Facebook, die eine Vertretung in Irland, soweit ich es weiß, haben, deren Moderationsserver auch in Irland stehen oder deren Moderationskontrolle in Irland stattfindet und die auch tatsächlich in Berlin eine eigene Dependance haben, die politische Kommunikation gewährleisten soll. Ist das böser Willen der Innenverwaltung oder ist das einfach Inkompetenz, dass da nicht vorgegangen wird? Also nur noch mal zur Erklärung, diese Seiten beherbergen ja unglaubliche Mengen an rassistischer Hetze. Zumindest aus meinem Empfinden scheinen die auch sehr mitursächlich dafür zu sein, dass sich Übergriffe gegen Geflüchtete oder gegen People of Color oder gegen andere Leute, die nicht in eine als deutsch empfundene Gesellschaft hineinpassen, vermehrt stattfinden. Und zwar auch nicht nur durch organisierte, sondern auch durch unorganisierte Menschen mit rechtem Gedankengut. Also einen wirklich bösen Willen will ich an der Stelle gar nicht mal unterstellen, sondern das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen lächerlich, aber es ist schlicht und ergreifend deutscher Amtsschimmel. Ich meine, die Versuche irgendwie über Amtshilfe ersuchen an US-Strafverfolgungsbehörden, NW Berlin irgendwie rund vom Netz zu bekommen, waren halt jahrelang erfolglos, bis man sie dann irgendwann mal auf den Spin gebracht hat, so, sorry Leute, ihr könnt auch einfach mal mit einer Takedown-Notice direkt zum Provider gehen, der diese Seite hostet. Als das dann endlich mal passiert war, war es ja gar kein Problem mehr, dann war die Seite ja ratzfatz down. Und dasselbe funktioniert halt auch bei Facebook. Das heißt, wenn man an der Stelle sagt, okay, pass auf, hier, es gibt verdammt viele Gewaltaufrufe und entsprechende Nazi-Propaganda auf den Seiten da und da, und zwar hier auch bei uns gegen bekannte Menschen hier in der Region, dann sperrt sich ja auch Facebook nicht dagegen, diese Seiten runterzunehmen. Das haben wir ja an verschiedenen Stellen und bei verschiedenen Facebook-Seiten auch gesehen. Gerade hier die Bürgerinitiative Marzahn-Hellersdorf musste da ja auch Gott sei Dank, nicht schnell, aber dann doch sehr gründlich drunter leiden. Und das hat ja dann wiederum auch dazu geführt, dass das auch, korrigier mich da, verschiedene Razzien gegen vermeintliche Betreiber dieser Facebook-Seite gegeben hat. Also sobald man mal von Seiten in der Innenverwaltung und der Polizei, sobald man mal aus diesem Amtsdenken, mir kann nur eine andere Behörde im Zweifel helfen, wenn ich selber keine Kompetenzen da habe, sobald man aus diesem Muster rausbricht und anfängt ein bisschen flexibler im Denken zu werden, dann kriegen die ja sogar von den deutschen Ermittlungsbehörden direkt Dinge gewuppt. Nur, ich habe so den Eindruck, dass das nicht Teil der zentralen Ausbildung da ist. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu diesen Seiten, die da entstanden sind, erzählen? Also wir haben ja in den letzten Monaten doch an verschiedenen Hotspots, in Berlin betrifft es vor allem Hellersdorf und dann in den letzten Monaten auch Köpenick und Adlershof, rassistische Mobilisierungen erlebt. Erzähl doch einfach mal, gibt es da eine neue Qualität? Wie ist die organisierte Rechte in Berlin dort eingebunden? Mhm. Und was haben wir da vielleicht noch zu befürchten? Es gibt in verschiedenen Bezirken sogenannte Bürgerinitiativen, die unter der Überschrift Nein zum Heim rassistische Politik machen. Die erste und archetypische, würde ich sagen, gab es und gibt es in Marzahn-Hellersdorf. Und es gibt noch ein paar andere. Manche von denen halte ich für, denen würde ich eine ausschließlich virtuelle Existenz zuschreiben. In Marzahn-Hellersdorf, glaube ich, würde ich das auf gar keinen Fall behaupten, dass es ausschließlich eine virtuelle Existenz ist. Neu ist daran, und ich würde sagen, zeitweise auch recht erfolgreich, dass Rechtsextreme auftreten als Bürgerbewegung und nicht das Label, auch wenn sie NPD-Politiker beispielsweise sind oder
eng verbunden sind, biografisch mit der Kameradschaftsszene, nicht als Kameradschaftssturm Marzahn-Hellersdorf beispielsweise auftreten, sondern als Bürgerbewegung. Das ist gar nicht so doof, weil nämlich das ist sehr viel anschlussfähiger. Und man hat ja auch leider immer wieder gesehen, dass es auch, also dass dieser Anschluss mitunter auch real stattfindet. Gefährlich daran finde ich gar nicht mal so sehr die Erkenntnis, dass Neonazis was gegen Geflüchtete haben, weil das gehört in gewisser Weise zu deren Kerngeschäft, würde ich sagen. Und das hatten die auch in den letzten Jahren. Wenn ich allerdings mir die Frage stelle, warum die damit jetzt so erfolgreich sind, dann glaube ich, muss ich auf andere Faktoren nochmal gucken. Also warum ist deren rassistische Hetze auf einmal anschlussfähig an Fragen, die sich Leute in ihrem Alltag stellen? Warum ist es vielleicht gar nicht so weit davon entfernt, was Leute über Mainstream-Medien und aus demokratischen Parteien über Flüchtlinge hören, wenn Migration nach Deutschland in Begriffen wie Welle und Flut und so weiter beschrieben wird, beispielsweise. Und dann finde ich daran noch einen weiteren Punkt besorgniserregend, nämlich, dass das so wahnsinnig gut klappt, aufzutreten als wir sind überhaupt nicht rechts, wir sagen nur unsere Meinung und seine Meinung muss man ja schließlich sagen dürfen und so weiter und so fort. Und unter diesem Label astrein rassistische Politik zu machen. Das klappt vor allem deswegen so gut, weil ich glaube, sich in den letzten Jahren ein Modus substanzieller politischer Auseinandersetzung verloren gegangen ist, in dem Leute sagen, ich vertrete übrigens bestimmte Positionen und diese Positionen lassen sich auf einem Raster von links und rechts einordnen. Sondern in der Situation, wo eigentlich niemand sagt, ich bin übrigens links oder ich bin übrigens rechts, ich vertrete eine ganz bestimmte Klientel, ich habe ganz bestimmte Forderungen. In so einer Situation machen natürlich auch Rechte Politik in dieser Form, indem sie nämlich sagen, wir sind überhaupt nicht rechts. Und das wird auch dann schwer bleiben, dem zu begegnen, solange die Leute nicht in der Lage sind, ihre eigenen Positionen substanziell zu verargumentieren. Und im Zweifelsfall auch zu belegen, warum das denn doch rechts ist. Und das, glaube ich, ist was bei der NPD vielleicht noch sehr, sehr leicht fällt und bei anderen rechten Formationen, die gerade auftauchen, dann doch schon ein bisschen schwerer wird. Das sehe ich als eine große Herausforderung. Das hat nicht unmittelbar was mit den Bürgerinitiativen zu tun, sondern ist nur verbunden über diese Durchsetzung von einer Selbsterzählung, wir sind weder links noch rechts. Das halte ich, glaube ich, für einen besorgniserregenden oder bedenkenswerten Punkt. Damit wird ja auch, und das tun tatsächlich auch ganz gerne anscheinend Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen, versucht sozusagen eine auch zutreffende, sage ich mal, Stigmatisierung der extremen Rechten und allgemein von sehr, sehr, sehr nationalkonservativen Gedankengut zu unterlaufen, also quasi sich selbst wieder dadurch diskursfähig zu machen, indem man sich davon abgrenzt, ohne sich tatsächlich abzugrenzen. Davon profitieren ja auch jetzt, sage ich mal, die Newcomer zum Beispiel von der AfD, die in Berlin zwar sehr wenig tatsächliche Aktion oder sehr wenig Wahrnehmung machen, die sich zum Beispiel auch in Hellersdorf oder in Adlershof nie wirklich dazu geäußert haben, was sie jetzt eigentlich von Asylpolitik halten. Und wenn man sich dann aber die Wahlergebnisse anschaut, wir hatten einen ganz großen Aufreger in Hellersdorf, als wir dort uns die Landesergebnisse angeschaut haben, haben wir dann auf Hellersdorf geschaut und haben gesagt, oh mein Gott, da sind 10% NPD in den Zweitstimmen bei der letzten Bundestagswahl, 13% in den Erststimmen, das ist ja ganz schrecklich. Dass da aber, ich glaube, ähnlich hohe Anzahl, wenn nicht noch mehr an AfD-Stimmen zusammenkam und jetzt gerade bei der Europawahl für den gesamten Bezirk Marzahn-Hellersdorf 12%, ich glaube in den Spitzenwahlkreisen 14% kam,
Ja, profitieren die davon? Also profitieren die von einem rassistischen Diskurs? Und die NPD hat ganz offensichtlich profitiert, aber nur an einer kleinen Stelle. Profitiert die AfD davon weitergehend? Also profitiert die AfD letztendlich, um es mal ganz provokativ zu sagen, von der Vorarbeit der organisierten extremen Rechten? Das weiß ich gar nicht so genau, ob die davon profitieren. Ich würde sagen, dass die AfD von anderen Sachen profitiert. Ich würde sagen, die AfD profitiert davon, dass es bereits eine Tradition gibt der Abwertung von europäischen Ländern als Krisenverantwortliche beispielsweise. Also wenn ich mir wirklich die mannigfachen Überschriften der Bild-Zeitung nochmal vergegenwärtige, in der nicht nur Griechenland, sondern die Griechen als Schuldige der Krise ausgemacht wurden, dann kann, also, glaube ich, dass das ein Fundament ist, auf dem eine rechte Partei mit einem chauvinistischen wirtschaftlichen Ansatz Politik machen kann. Ich glaube auch, dass die AfD davon profitiert, dass weiter. Und da, glaube ich, ist das was für die nächsten Jahre, glaube ich, eine große Herausforderung sein wird. Es ist verhältnismäßig einfach, gegen die NPD zu argumentieren und auch Bündnisse gegen die NPD zu machen. Das hast du am Anfang gesagt, so, das geht um fast alle Parteien, die im Abgeordnetenhaus vertreten sind, weil auch eine Opposition zu einer Form von völkischem nationalsozialistischen Gedankengut nicht schwer herzustellen ist. Ja. Nun ist es so, dass die AfD einfach keine völkische Partei ist. Ich mag überhaupt nichts über alle Mitglieder sagen und ich habe möchte die Hand dafür bei weitem nicht ins Feuer legen, dass da nicht auch Leute dabei sind, die völkisch-rassistisch denken. Ich glaube nur, dass der Rassismus der AfD anders funktioniert. Und ich glaube, dass wenn man sich mit dem auseinandersetzen will, dann muss man sich mit bestimmten Formen von neoliberalen Ungleichheitsvorstellungen auseinandersetzen und mit der Idee von Staat ist gut, Markt ist gut, Leistung ist gut und der Staat hat das Recht, Menschen nach ihrer Leistung zu beurteilen und zu behandeln. Und das sind, glaube ich, ganz basale Prinzipien, die die AfD einfach extrem radikal exekutiert. Das sind aber Prinzipien, die beileibe nicht exklusiv auf der Rechten vertreten werden. Und ich glaube, um diese Punkte sich Gedanken zu machen, ist eine Bedingung, um der AfD politisch begegnen zu können und auch um Leute davon abzubringen, die AfD zu wählen. Ja, wobei ich da halt schon sehe, also im Grunde genommen ist für mich die AfD so eine Verkörperung dieses sogenannten Mitte-Extremismus. Die treten ja selber auch oft genug mit dem Slogan auf, wir sind nicht links und nicht rechts, und vertreten dann aber halt erzkonservative Vorstellungen und oft genug eben auch mit einer gehörigen Prise Sozialchauvinismus drin. Das haben wir in verschiedenen Ausführungen ja gehört, von wegen hier kein Wahlrecht mehr für Hartz-IV-Empfänger und so. Und das ist, und da gebe ich dir halt hundertprozentig recht, das ist im Grunde genommen parteigewordene Bild-Zeitungs-Propaganda, die da zusammentrifft. Und auch wenn die Bild-Zeitung jetzt nicht unmittelbar Werbung für die AfD macht, das, was an Schlagzeilen dort stattfindet, ist halt das, was der AfD-Wähler, die AfD-Wählerin da in dieser Partei auch wählt. Und das ist insofern meiner Einschätzung nach sogar eine größere Gefahr, als es die tollen Wahlergebnisse der Republikaner in den 90ern waren. Weil, also jetzt mal ein bisschen zynisch gesprochen, mit einer rassistischeren Gesetzgebung konnten sich diese Wähler, diese Republikaner-Wählerinnen durch die CDU wieder einfangen lassen. Da war dann, na gut, jetzt ist ja alles wieder gut, jetzt sind ja viel weniger Flüchtlinge im Land, beziehungsweise es dürfen weniger rein nach der Änderung des Grundgesetzes. Und da hatte die CDU ihren rechten Flügel, beziehungsweise ihren äußerst rechten Flügel irgendwie wieder eingefangen. Und das fällt halt bei der AfD schwerer, weil die in unmittelbarer Opposition durch ihre eurofeindliche Haltung da auftreten
Und dann noch dazu, wie gesagt, noch mal bürgerlicher und weniger radikal auftreten, als die Republikaner es damals getan haben. Also im Grunde genommen den Trachtenjanker hier durch den grauen Dreireiher oder Zweireiheranzug eingetauscht haben. Der Lucke ist ja wirklich so, ja, wenn ich will jetzt nicht kartoffelig sagen, aber der ist halt so deutscher Mittelstand, wenn man ihn zeichnen müsste, würde er genau so aussehen. Und dadurch sind die massenkompatibel und wie gesagt, ich halte die für mittelfristig gefährlicher, als die Republikaner waren. Mhm. Olli, sag mal, wenn du das jetzt so beschreibst, glaubst du, dass die AfD davon profitiert, dass sie Sachen nicht aussprechen muss? Also, dass eine ganze Reihe von Menschen zum Beispiel ein Weltbild mit bestimmten Forderungen assoziiert, also zum Beispiel den EU-Austritt und die von dir angesprochenen Pleitegriechen sind ja schon ein sehr konservatives Modell. Und dass sich tatsächlich die AfD dann gar nicht mehr zu Asylpolitik äußern muss, weil die automatisch dorthin übertragen wird, weil solche Weltbilder oft auch in Packages gibt sozusagen? Naja, sie tun halt das, was Parteien gerne machen, was auch die Piraten gerne und oft probieren, nur halt in einer ganz anderen Richtung. Sie versuchen durch schwammige Aussagen oder Nicht-Aussagen Projektionsfläche zu sein und zu bleiben, ohne wirklich an der Stelle konkret sich zu äußern. Wobei es von der AfD, also von AfD-FunktionärInnen und von AfD-KandidatInnen genügend Äußerungen in dem Bereich gibt. Ich erinnere da gerne an die vielfachen homophoben Äußerungen einer Beatrix von Storch, bei der ja wirklich eigentlich von rechts keine Wünsche offen bleiben würden, wenn man der Frau zuhört. Die sitzt ja auch im Europaparlament, richtig? Die hat es geschafft, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Gut, ich bin gerade nicht sicher. Ich würde sagen, sie war auf Listenplatz 5 oder 6 und sie haben... Ja, doch. Ja gut, klar. Also, wenn sie nicht zurückgetreten ist, müsste sie tatsächlich mit diesen Forderungen jetzt Deutschland im Europaparlament präsentieren. Beatrix von Storch, Europaabgeordnete. Aber das Gleiche mit Hans-Olaf Henkel, der ja, als er noch in der CDU war und in Berlin entsprechend eine Senatsfunktion hatte, ja nicht mit minder rassistischen Äußerungen aufgefallen ist, als er das jetzt bei der AfD tut. Die Äußerungen sind da, nur da wird halt nicht unmittelbar Wahlkampf gemacht, weil im Wahlkampf versucht man, eine bestimmte Klientel einzufangen und zwar eben auch Projektionsfläche für die zu sein. Und da ist dann halt auch relativ klar, wenn dann die AfD plakatiert mit Einwanderung braucht klare Regeln, dann bedeutet es, naja, die wollen halt offensichtlich weniger Menschen über die Grenzen lassen. Das bedient rechte Ressentiments. Ausstieg aus dem Euro, nicht unmittelbar Austritt aus der EU, bleibt aber trotzdem die Projektionsfläche, dass der Nationalstaat nicht nur erhalten werden soll, sondern auch Kompetenzen des von der Europäischen Kommission und vom Europarat und dem Europäischen Parlament zurück auf nationale Kompetenzen oder Institutionen gehen soll. Das ist halt ein ganz klarer Nationalismus, der da drin ist und gepaart mit einem Sozialchauvinismus, dann gerade sogar paneuropäisch, wo man dann sagt, naja, wir brauchen einen leistungsstarken Nordeuro und die Südländer können ja irgendwie machen, was sie wollen oder einen Südeuro oder sonst was, wo man dann halt sagt, na gut, wir müssen unsere Stärke bündeln, unsere nord- und mitteleuropäische Stärke bündeln und lass die im Süden mal machen, die werden schon irgendwie, irgendwas wird da schon passieren, aber das muss uns dann hier im privilegierten Norden nicht interessieren. Das ist sowohl nationalistisch als auch sozialchauvinistisch und das bedient offensichtlich die Ressentiments, die Teil der Mitte dieser Gesellschaft sind. Und deswegen im schlimmsten Fall sind die Wahlergebnisse, die wir jetzt bei der Europawahl für die AfD gesehen haben, nicht das Ende der Leiter. Und wenn weiterhin so wenig auch in der Öffentlichkeit gegen die AfD unternommen wird, dann müssen wir uns da noch mit zweistelligen Wahlergebnissen in Kommunal-, Landes- und Bundesparlament Das würde mich tatsächlich auch zum letzten Thema dieses Abends. Wir sind gut in der Zeit. Wir müssten dann tatsächlich auch einen Abschluss finden. Aber du sprachst an, es gibt Landeswahlen und in Berlin stehen die zwar noch nicht vor der Tür,
Aber im nächsten Jahr, also in einem Jahr, wird so langsam beginnen, dass sich die Berliner Parteien im Wahlkampf befinden werden. Und welche Herausforderungen stellen wir uns da entgegen? Olli, deine Partei wird sich im direkten Wahlkampf zur nicht nur zur NPD, sondern neuerdings zur AfD, also nicht im direkten, ich will da gar nicht... ja, wir buhlen da, glaube ich, nicht um dieselbe Wählerklientel. Nee, tatsächlich nicht, aber tatsächlich werdet ihr zumindest in einem Wahlkampfgeschehen gemeinsam wahrgenommen werden. Was siehst du an Gefahren, was siehst du an Strategien? Es gibt da verschiedene Punkte. Auf der einen Seite sollte die CDU in Berlin mal jetzt in naher Zukunft ihr Verhältnis zur AfD klären, weil man hat sich zwar zu dem Thema noch nicht geäußert, aber sowohl auf Bundesebene als auch in verschiedenen anderen, bei den Kommunalwahlen, die jetzt auch schon gewesen sind, gibt es ja wohl offensichtlich auch verschiedene Versuche von Seiten der CDU mit der AfD, entsprechende Koalitionen zu bilden. Da wird die Berliner CDU sich auf jeden Fall verhalten müssen, denn wenn wir es unter Umständen, und das ist ein sehr, sehr großes Stück Arbeit, schaffen sollten, dass die AfD und die NPD nicht ins Abgeordnetenhaus einziehen. Gut, bei der NPD ist es relativ leicht, denke ich mal. Solange die 5%-Hürde weiter auf Landesebene bestehen bleibt. Die wird wohl bestehen bleiben. Bei der AfD müssen wir uns wohl, nach aktuellem Stand, müssten wir uns damit abfinden, dass es eine AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus gäbe, mit über 7% oder was, wie sie jetzt immer noch in Berlin stehen. In Berlin waren sie, glaube ich, deutlich höher, oder? Nee. Das waren in Berlin so um die 7%, glaube ich. Da stehen wir Piraten jetzt irgendwie bei 6 gerade wieder. Mhm. Also es muss sich insgesamt klarstellen, okay, wie verhalten sich alle Parteien überhaupt zur AfD? Mein Vorschlag wäre, wir dehnen die Regelungen des Berliner Konsens auch auf die AfD aus. Berliner Konsens, für die, die es nicht wissen, die NPD war ja in verschiedenen Bezirksparlamenten schon vertreten und ist es auch jetzt, zumindest mit einzelnen Bezirksverordneten, dass es ein Agreement zwischen den demokratischen Parteien in den Parlamenten gibt, nicht in den Debatten mit NPD-Verordneten zu reden, nicht über ihre Anträge zu reden, sie, wenn möglich, im Plenum überhaupt nicht zu behandeln und im Zweifel samt und sonders abzulehnen und auch wenn es mal inhaltlich sinnvolle Anträge sein sollten, denn die NPD versucht ja auch über Themen, die nicht ihre Kernthemen sind, irgendwie sich gesellschaftsfähig zu machen, um da eben in eine gesellschaftliche Debatte mit reinzukommen. Dass also dieser Konsens, dieser Berliner Konsens auf die AfD ausgedehnt wird und man dann, wenn sie denn im Parlament einziehen sollte, einfach nicht mit ihnen redet, weil sie nicht zum Spektrum der demokratischen Parteien gehören. Das alles muss klar gemacht werden von den demokratischen Parteien, eigentlich schon lange bevor der Wahlkampf begonnen hat für 2016. Auch soweit glaubwürdig, dass man davon ausgehen kann, dass eine CDU, die, sagen wir mal, zu den eher rechteren Landesverbänden der CDU bundesweit gehört, auch keine inhaltlichen Überschneidungen in dem Ausmaß mit der AfD sieht, dass die dann auch tatsächlich da sitzen, wo sie hingehören, nämlich sehr weit abgeschlagen auf der rechten Seite. Sebastian, siehst du dafür Potenzial in der Berliner Zivilgesellschaft, sich so eine Aufgabe auch anzunehmen, nämlich erstmal überhaupt herauszufinden und darzulegen, dass die Berliner AfD, von der man bisher, wie gesagt, halt sehr, sehr wenig gehört hat, die AfD ist ja vor allem ein, würde ich es als Bundesparteiphänomen, abgesehen von den Kommunalwahlen, die stattgefunden haben, aber dann doch sehr auf ihre VertreterInnen auf der Bundesebene runtergebrochene Partei, dass man da nachweisen kann oder ob es da Bestrebungen zumindest zur Analyse gibt, in welcher Politikform sich die AfD bewegt und ob sie zum Beispiel tatsächlich auch unter die Voraussetzungen, unter die strategischen und unter die ja fast schon moralischen Voraussetzungen des Berliner Konsens fällt?
dass es so ein Potenzial gibt, würde ich immer bejahen. Natürlich gibt es so ein Potenzial. Und es gibt ja jetzt schon bereits Leute, die sich im Zusammenhang mit der Europawahl sehr, sehr genau beschäftigt haben mit der AfD, wo das schon sehr, sehr gut läuft, würde ich sagen, ist auf der Ebene von der Recherche von personellen Verflechtungen. Das klappt ganz gut. Also gerade wenn man sich den Berliner Landesverband anguckt und dann zum Beispiel die Verbindung in dieses rechte Schützerinnenmilieu sich anguckt, die da nachgewiesen werden konnten. Das ist strategisch durchaus hilfreich. Wo ich noch Platz nach oben sehen würde, ist die politische Auseinandersetzung zu führen, ohne auf Nazis raus zurückzugreifen. Weil ich glaube, mit dem Schlagwort Nazis raus kommt man bei der AfD nur begrenzt weit. Stattdessen glaube ich, braucht es eine Auseinandersetzung, die erstmal feststellt, warum ist das überhaupt eine rechte Partei? Ich glaube, also ist durchaus zu argumentieren. Ich glaube, man muss es nur machen. Und was haben wir dagegen? Und warum ist das, was wir also welche Konzepte haben wir dagegen anzubieten? Gegen eine Aufteilung eines Europas in reiche Staaten und arme Staaten, gegen eine staatliche Politik, die, wie du gesagt hast, sozialchauvinistisch organisiert ist und Leute, die nicht genügend verwertbar sind, auch in jeder Hinsicht überflüssig macht und abwertet. Da Vielleicht ist glaube da ich. auch so eine ganz konkrete Frage, weil wir reden die ganze Zeit über demokratische Parteien. Also der Nachweis, ist die AfD antidemokratisch? Naja, vielleicht finde ich, ist das Interessante daran, die Herausforderung besteht vielleicht, beides zusammenzudenken. Vielleicht ist es eine demokratische Partei und vielleicht ist sie auch rechts. Oder sagen wir so, zumindest beim letzten Punkt bin ich mir total sicher, dass sie rechts ist. Aber dass es rechte und rassistische Politik nicht nur in undemokratischen Parteien gibt, ist vielleicht eine Erkenntnis, die manche Konstellationen und manche Konstellationen unbequemer macht, ist aber, glaube ich, eine Erkenntnis, um die man nicht rumkommt, wenn man sich mit Parteien wie der AfD auseinandersetzen will. Und insofern halte ich, also ich halte den Berliner Konsens für eine gute Maßnahme in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Sie erspart jedoch nicht die Beschäftigung damit, warum finde ich das eigentlich ein Problem, was ich an der AfD kritisiere und was von dem, was ich zu kritisieren glaube, gibt es vielleicht auch in meiner Partei und da könnte ich auch anfangen. Das würde ich mir grundsätzlich im Wahlkampf wünschen. Okay. Vielleicht jetzt so als Schlussgedanke. Wir haben ganz, ganz wenig in dieser Runde über die NPD gesprochen. Also tatsächlich, das ist mir die ganze Zeit aufgefallen, wir haben sie immer wieder gestriffen. Was glaubt ihr, spielt die NPD noch eine Rolle? Du hattest Effektheischerei in der Schlaglichtrunde am Anfang eingebracht. Kommt die NPD hinaus im nächsten Wahlkampf über Effektheischerei? Na, ich würde behaupten, die NPD erfüllt ja auch bereits jetzt schon eine Funktion, seitdem beispielsweise die Homepage von NW Berlin weg ist, ist es die Facebook-Seite der Jungen Nationaldemokraten, die in Berlin das zentrale Organ ist, um für Veranstaltungen zu werben. Das ist der Jugendverband der NPD. Genau, Verzeihung. Ja. Oder darüber zu berichten. Das heißt, diese Funktion als Bündelung erfüllt die NPD bereits. Sie erfüllt auch die Funktion, dass man da einfacher an Räume rankommt und sie erfüllt auch die Funktion, dass natürlich, auch wenn sie jetzt gerade den Zettel nicht finden können, der 200.000 Euro wert ist, erfüllt prinzipiell so eine Partei natürlich auch eine finanzielle Funktion. All das wird sie auch im nächsten Wahlkampf tun und wird nach wie vor ertragreich für die gesamte rechtsextreme Szene Berlins sein. Olli, hast du da noch einen abschließenden Gedanken dazu? Ja, also das einmal stimme ich dir gerade bei deiner Bewertung ziemlich ja, vollumfänglich zu und würde allerdings darüber hinaus noch sagen, dass sie also so ein Stück weit im gesamtgesellschaftlichen Diskurs
ist die NPD halt weiterhin so ein Kristallisationspunkt. Wenn man in der Bundesrepublik Deutschland an Nazis denkt und jetzt nicht im historischen Kontext, dann ist da sofort das Wort, der Begriff NPD. Die Diskussion über das NPD-Verbot, solange sie jetzt noch dauern mögen, lenken meiner Meinung nach tatsächlich aber auch immer noch von einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Nazis, Nazi-Strukturen außerhalb der NPD ab. Mhm. Das heißt, die freien Kameradschaften, freie Netz und so weiter und so fort sind leider auch durch die noch vorhandene Existenz der NPD nicht in dem Fokus, wo sie meiner Meinung nach hingehörten, denn das Gewaltpotenzial dieser Strukturen wird, glaube ich, so wie gesagt, in der öffentlichen Debatte, wenn es jetzt um Fachdebatten und so geht, ist es sicherlich was völlig anderes, aber in der gesamtgesellschaftlichen Debatte finden die quasi nicht statt, weil man irgendwie immer noch gebannt drauf guckt, wann wird die NPD verboten, wann wird die NPD verboten. Und auch immer noch, glaube ich, so einem nur bedingt bewussten Trugschluss unterliegt, wenn die NPD erstmal verboten ist, dann haben wir bald keine Nazis mehr in Deutschland. Und diesen Punkt, den hätte ich halt ganz gern irgendwann mal geklärt. So, okay, jetzt entscheidet euch endlich, NPD-Verbot ja oder nein. Und dann ist auch gut erstmal. Und dann würde ich gern wieder zu einem gesamtgesellschaftlichen Kampf gegen Nazis und Rechtsextremismus, wenn wir ihn denn so nennen müssen jetzt, da wieder zu kommen. Und das auch im Zuge, weil, wie gesagt, ich glaube, wir erleben jetzt gerade so einen, in Gesamteuropa so einen konservativen Rollback, wo viele emanzipatorische Gewinne, die es auch über die letzten Jahrzehnte gegeben hat, gerade so ein bisschen versucht werden, zurückzunehmen. Dass wir den halt hoffentlich jetzt möglichst schnell überwinden, um da dann auch wieder zu einem emanzipatorischen Fortschritt zu kommen. Weil gerade die Asylpolitik zeigt ja, es gelingt uns ja gerade auch als antirassistischen AktivistInnen und PolitikerInnen teilweise nicht bereits verlorene Dinge, wie zum Beispiel den Artikel 16 im Grundgesetz, zurückzukriegen, weil wir gerade auch noch damit beschäftigt sind, weitere Einschnitte, weitere Restriktionen in der Asylgesetzgebung zu verhindern. Und da haben wir gerade eine sehr große Schwierigkeit und da ist die NPD natürlich nur ein kleines Mosaiksteinchen drin, aber wie gesagt, sie bündelt sowohl Aufmerksamkeit als auch finanzielle Mittel und das wird halt auch endlich Zeit, dass das aufhört. Ja, dieses Plädoyer zum Schluss der Veranstaltung organisierte Rechtsextremismus in Berlin, wo geht es hin? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sebastian Wehrhahn von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin, der als Gast hier im Büro von Oliver Höfinghoff, Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin und organisiert eine Piratenfraktion ist. Wir sind hier im N64, das ist das Abgeordnetenbüro. Und wir haben heute uns damit beschäftigt, was gibt es eigentlich neben der NPD für weitere Organisationen in Berlin, die tätig werden. Wir haben die Rechte genannt. Wir haben uns mit dem Aufstieg und Fall von NW Berlin beschäftigt. Und wir haben probiert, die Perspektive darüber hinaus zu lenken, haben uns mit den Herausforderungen der AfD beschäftigt, die sich einer demokratischen Gesellschaft auf jeden Fall auch in Zukunft noch stellen werden. Und sind dabei dann auch näher darauf eingegangen, wie das in der Landespolitik genauer abläuft. Wir haben gelernt, dass auf jeden Fall finanzielle Mittel immer eine wichtige Honorierung auch antifaschistischer Leistungen sind und Angebote entstehen müssen und die weiter gestärkt werden, weil es gesamtgesellschaftlich gesehen immer noch eine viel zu geringe Rolle spielt. Wir haben gesehen, dass die Innenverwaltung in Berlin deutlich durchsetzungsfähiger werden muss, dass sie deutlich ihre technischen Kompetenzen im Kampf gegen extreme Rechte verstärken muss und haben jetzt am Ende von Oliver Höfinghoff nochmal ein Plädoyer darüber gehört,
dass die Herausforderungen aber nicht nur in der extremen Rechten und vor allem nicht nur in der NPD zu sehen sind, sondern dass der Kampf gegen das Gedankengut der extremen Rechten gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und damit möchte ich mich ganz gerne auch bei den Zuhörerinnen und bei den Gästen bedanken und verabschiede mich für diesen Abend. Vielen Dank. Ja.